die Marschen von Morwa. Schnell und sicher führte Taran die Gefährten den schmalen Pfad entlang, der sich seit dem Verschwinden des Sumpfreiers deutlich in der Wiese abzeichnete. Luagor vermochte Melinlas kaum zu folgen, so dass Flevdur den Jungen schließlich um eine kurze Rast bat. Gurgi, der wie ein vom Wind zerzauster Heuschober aussah, ließ sich dankbar ins Gras plumpsen. Ailonvi seufzte erleichtert auf. »Gurgi könnte etwas aus seinem Beutel herausrücken«, meinte der Bade. Doch Taran erwiderte, »lasst uns zunächst einen Unterschlupf vor dem Regen suchen.« »Vor dem Regen?« rief Flevdur. »Der Himmel ist klar und die Sonne scheint. Wir haben das prächtigste Wetter.« »Lasst uns trotzdem auf Taran hören«, erwiderte Ailonvi. »Ihr wisst, dass ich nie viel auf seine Meinung gegeben habe. Doch neuerdings denke ich anders darüber.« Der Bade fand ihre Worte reichlich merkwürdig. Dennoch folgte er Taran mit den anderen quer durch die Wiesen zu einer Schlucht. Dort fanden sie eine überhängende Steinplatte, wie geschaffen als Regenschutz. »Daheim habe ich einen alten Oheim, der spürt es in seinen Knochen, wenn sich das Wetter ändert«, sagte der Bade. »Dazu, Taran, erscheinst du mir fast noch ein wenig jung.« Taran entgegnete lachend. »Merkt ihr nicht, dass der Wind sich gedreht hat und dass er nach Tang und Salz schmeckt? Er kommt jetzt vom See her. Allzu weit, denke ich, können die Marschen von Morwa nicht mehr entfernt sein.« Der Himmel hatte sich währenddessen mit Gewölk überzogen und wenig später begann es heftig zu regnen. Zu beiden Seiten des steinernen Schutzdaches rauschte das Wasser herab, doch den Gefährten machte das wenig aus. »Oh, unser weiser Herr«, rief Gurgi begeistert, »er hat den Regen vorausgeahnt. Lasst uns frohlocken, wir bleiben trocken.« »Langsam wirst du mir unheimlich«, sagte der Barde zu Taran. »Du scheinst in die Zukunft blicken zu können. Wie machst du das bloß?« »Es liegt nicht an mir«, bekannte der Junge. »Adaons Spange hat uns davor bewahrt, nass zu werden.« »Wie das?« fragte Flevdur. Taran berichtete ihm von Adaons Spange und ihren Kräften. Flevdur betrachtete sie verwundert und prüfte sie mit dem Daumen. »Jedenfalls trägt sie ein Bardenzeichen«, sagte er. »Diese drei Linien, die wie Speerspitzen ineinander greifen, du kannst sie genau erkennen, wenn du darüber streichst. Sie sind ein geheimes Mal.« »Was bedeuten sie?« wollte Taran wissen. »Bring ihn nicht in Verlegenheit«, warf das Mädchen ein. »Womöglich versteht er von solchen Zeichen genauso wenig wie von gewissen Inschriften.« »Mit dem Spruch auf der Scheide des Schwertes Dürnwün war es etwas anderes«, widersprach ihr Flevdur. »Über die Zeichen der Barden weiß ich tatsächlich Bescheid. Diese drei ineinander verschränkten Linien stehen für Wissen, Wahrheit und Liebe.« »Hm«, meinte Ailonvi. »Und worin soll da ein Geheimnis liegen?« »Denk ein wenig darüber nach«, riet ihr Flevdur. »Wissen, Wahrheit und Liebe sind rare Dinge unter den Menschen. Schon, wenn man jedes für sich allein nimmt. Versuche, sie miteinander in Einklang zu bringen, und du wirst glücklich zu preisen sein, wenn es dir gelingt.« Taran hatte Gedanken verloren mit Adaons Spange gespielt. Nun stutzte er plötzlich. »Schnell weg von hier«, rief er. »Wir müssen sofort hier weg.« »Unsinn«, erwiderte Flevdur Flamm, »willst du uns in den Regen hinausjagen? Sei doch froh, dass wir ihm entgangen sind.« Der Junge bestand darauf, dass sie die Pferde losbanden und mitkamen. Murrend verließen sie den Unterschlupf. Doch wenige Augenblicke später stürzte die Steinplatte, unter der sie gestanden hatten, mit Donnergetöse zu Boden. Vom Regenwasser unterspült hatte sie sich aus dem Hang gelöst. Gurgi warf sich vor Taran zu Boden und kreischte, »O großer, tapferer, weiser Herr, der elende Gurgi dankt dir sein Leben. Du hast sein armes, zartes Haupt davor bewahrt, von Steinen und Erde zermalmt zu werden. Preis dir und Dank ein Leben lang.« Flevdur pfiff durch die Zähne. »Donnerwetter, das nenne ich eine gute Nase. Wenn wir jetzt mit den Pferden darunter lägen, ich danke sehr. Soll ich dir einen Rat geben, Taran? Trenne dich nie im Leben von Adaons Spange. Sie ist nicht mit Gold zu bezahlen.« Taran blieb still. Die Hand an der Spange starrte er auf die niedergebrochene Steinplatte. Schließlich zogen sie weiter. Der Regen ließ gegen Abend ein wenig nach. Bis auf die Haut durchnässt, doch dankbar für die Errettung, schlugen sie im Windschatten eines Hügels ihr Lager auf. Trotz des mühsamen Rittes war Taran nicht übermäßig erschöpft. Dennoch schlief er bald ein, die linke um Adaons Spange, die rechte an Dalbens Schwert. Am Morgen berichtete Taran dem Mädchen, wovon er vergangene Nacht geträumt hatte. »Ich weiß es mir nicht zu deuten«, sagte er düster. »Elidir befand sich in tödlicher Gefahr, doch mir waren die Hände gebunden. Ich wollte ihm helfen und konnte nicht.«
Mach dir um Illidir keine Sorgen, entgegnete Eilonby. Er ist ein Verräter und damit basta. Lass dir ein nächstes Mal lieber vom schwarzen Kessel träumen und wo wir danach zu suchen haben, damit wir so schnell wie möglich nach Hause kommen. Ich friere in meinen nassen Sachen so jämmerlich, dass es mir langsam gleichgültig ist, wer den Kessel besitzt. Ich habe auch vom schwarzen Kessel geträumt, sagte Taran bekümmert. Alles war wolkenverhangen und schwer durchschaubar. Es schien mir, dass wir den Kessel gefunden hatten, und dennoch, als wir am Ziel waren, weinte ich. Um die Mittagszeit erreichten sie dann die Marschen von Morwa. Schon seit geraumer Weile hatte der Junge bemerkt, dass der Boden mehr und mehr schwammig wurde. Immer häufiger sahen sie Sumpfvögel. Zuweilen hörten sie auch den Schrei einer Möwe. Schließlich kam Nebel auf und bedeckte den Boden wie weißer Dampf. Nun hielten die Freunde auf einer schmalen Landzunge zwischen den Sümpfen. Die Marschen von Morwa erstreckten sich bis an den westlichen Himmelsrand. Hier und dort wuchsen hohe, dornige Stechginster und verkrüppelte Bäume. Zwischen Gras und Schilf blinkten schwarze Tümpel auf, in denen der Himmel sich widerspiegelte. Es roch nach Schlick und Verwesung. Ein unaufhörliches Sirren und Stöhnen erfüllte die Luft. Gogi begann mit den Zähnen zu klappern. Fleftur rutschte unruhig im Sattel hin und her. »Bis hierher hast du uns gut geführt«, sagte Eilonby. »Doch was nun?« Taran bedeutete ihr zu schweigen. »Keine Bewegung«, zischte er. Unweit von ihnen waren drei graue Gestalten hinter den Hügeln emporgetaucht. Häscher Aravens. Zwei von ihnen steckten in Wolfspelzen, während der dritte ein Bärenfell um die Schultern trug. Taran dachte an seinen Traum von den Bären und den zwei Wölfen. »Sie haben uns ausgemacht«, rief er. »Rasch, folgt mir! Doch hütet euch, einen falschen Tritt zu tun!« Aufs Geratewohl trieb er Melindlas in die Sümpfe hinein. Schnaubend arbeitete sich der Hengst durch den Schlick, bald bis zu den Fesseln versinkend, bald festen Fuß fassend. Luagor mit Fleftur und Gogi folgte ihm blindlings nach. Die Häscher Aravens rückten immer dichter auf. Schon streckte einer von ihnen die Hand nach Luagors Steigbügel aus. Schon hörte der Junge ihr Keuchen ganz in der Nähe. Er blickte sich um und sah, wie der vorderste Häscher die Zähne fletschte. Da riss er den Hengst nach rechts um. Auch Luaga schlug einen Haken. Ein Schrei des Entsetzens erscholl. Der vorderste Häscher war in den schwarzen Sumpf gestürzt und schrie gellend um Hilfe. Die beiden anderen krallten sich aneinander fest. Sie wollten zurück, doch der Boden gab unter ihren Füßen nach. Der im Bärenfell griff nach den Ginsterstauden. Der andere warf sich flach auf den Boden. Vergebens. Der Sumpf gab sie nicht mehr frei. Sie fanden ihr Grab darin. Melindlas stürmte weiter. Brackiges Wasser spritzte von seinen Hufen. Doch Taran lenkte ihn mit sicherer Hand durch die Sümpfe. Dann hasteten sie an Ginsterbüschen und Bäumen vorbei auf eine einsame Warft zu, einen mit Flechtwerk gesicherten künstlichen Hügel mitten im Moor. Dort fanden sie eine niedrige Hütte. Mit Rasenstücken und Zweigen bedeckt unterschied sie sich kaum von ihrer Umgebung. Beim näheren Hinsehen erkannten sie außerdem einige halb verfallene Schuppen auf der Warft und etliche weitere Gebäude, die sich wie morsche Stallungen ausnahmen. Taran zügelte Melindlas und bat die Gefährten, sich still zu verhalten. »Was du nur wieder hast«, sagte Eilonby, »wer immer in dieser Karte wohnt, hat uns entweder kommen hören oder er ist nicht zu Hause. Jedenfalls heißt man uns weder willkommen, noch scheint man die Absicht zu haben, mit uns zu kämpfen.« Sie ließ sich von Melindlas Rücken gleiten und eilte zur Hütte hin. »Warte«, rief Taran, er folgte ihr mit gezücktem Schwert. Auch Fleftu und Gogi saßen ab und zogen die Waffen. Kampfbereit näherte sich der Junge dem Eingang der Karte. Eilonby hatte ein Fenster entdeckt, halb versteckt unter Moos und Gras. Sie spähte hindurch und berichtete. »Ich kann niemanden sehen. Schaut selber nach.« Der Barde duckte sich nieder und schielte an ihr vorbei. »Hier scheint lange Zeit niemand gewesen zu sein. Umso besser. Jedenfalls haben wir einen trockenen Rastplatz.« Sie betraten die Hütte, die wirklich von ihren Bewohnern verlassen zu sein schien und mit Gerümpel vollgestopft war, ähnlich wie Dalbens Studierstube. In der hintersten Ecke stand ein gewaltiger Webstuhl. Das Webstück im Rahmen war kaum zur Hälfte fertig. Taran warf einen Blick auf das Durcheinander der tausend Fäden, die unentwirrbar verknotet schienen. Schwer vorzustellen, wie jemals ein Mensch in der Lage sein sollte, diese verwickelte Arbeit zu Ende zu führen. Zerbrochene Krüge und Schüsseln standen auf einem Tisch und auf dem Fußboden lagen rostige Waffen umher, die meisten zerbrochen. »Nun«, fragte eine freundliche Stimme den Jungen, »hättest du Lust, dich in eine Kröte verwandeln zu lassen? Es wäre mir ein großes Vergnügen, ein wenig auf dir herumzutrampeln.«